Guten Morgen, Jungs und andere Männerliebhaber. Mein Name ist Henry Gurke und wenn du das siehst, ist es ein Zeichen. Ich bin die Motivation, die du gerade brauchst. Also, mein Löwe, steh auf und nimm dir, was dir gehört. Hit the gym. Ist keine Scheiße mehr. Lass dich bei Gott nicht mehr ablenken. Alles nur Ablenkungen. Werde der Chat, den diese Welt braucht. Und vergiss nicht, dass die Liebe in dir stärker ist als der Hass. Boah, Junge. Boah, Stage 3. Just don't worry about the thing, 'cause every little thing gonna be alright. Wer hat das Orchester herbeigerufen? Ich brauche mein Hors d'oeuvre zu diesen geilen Violinen. Keine Ahnung, was zum Fick Hors d'oeuvre ist. Du bist kampfunfähig für 15 Minuten. Und das, obwohl ich Einreise gemacht habe, ihr dummen Schweine. Hallöle, Henry braucht Gurke. Ich muss so lang laufen. Hallöle, hört mich jemand? Okay, genug gerannt. F8, quitt. Kann ja nicht wahr sein, Digga. Ich habe echt ein Pech. Late Night. Ja, komm. Weißt du, ich sehe einfach hier jemanden im Discord. Da steht einfach gestochen worden. Henry Gurke. Digga, willkommen bei der Einreise. Danke, ich weiß. Ich weiß, hör auf damit! Wer? Tu's. Ah! Ding, ding, ding. Hallo? Ding, ding, ding. Ja, White Obama, was los? Hallo, ich würde gerne einreisen. Wäre das möglich? Nein. Ah, cool. Warum das denn? Weil du die ganze meinen Klamotten hast. Okay, es tut mir leid, warte, das ändere ich ganz schnell. So ein Stück Scheiße. Nein, weil du die falschen Klamotten hast, die ich dir reingemoddet habe. Jungs, was sagt die Drip-Bewertung? Würdet ihr mich so durchlassen? Ja? Ich denke auch, oder? Warte, Haare brauche ich noch. Jungs, wie kriege ich Haare? Okay, scheiß drauf, ihr seid nutzlos. Nein, ich habe ein Loch. Ich will hier doch wirklich rein. Ich habe ein Loch. Die mögen keine Löcher. Das ist schwul. Die haben hier nur falsche Klamotten, ne? Hauptsächlich etwas, was halt nicht durchgehen würde. Zum Beispiel hier fehlen mir die fucking Arme. Ich tue jetzt so richtig auf unwissend. Ich tue richtig so auf. Oh mein Gott, das wusste ich ja gar nicht. Und das tue ich so lange, bis sie es akzeptieren. Warte, Mama, plötzlich war vor dir da. Jungs, ihr wisst doch, ich vor ihm da war, oder? Ja, David denkt dazu, selber seine Augenbrauen wieder machen. Ich habe stilistisch mäßig abrasiert. Nee, du musst wieder dran kleben. Von wo kann ich das? Da hinten. Okay, beim Kleidungslager, okay. Dankeschön. Ja, sind das genug Augenbrauen für dich? Sobald sie mein T-Shirt sehen, dann werden sie ja noch mehr auslassen. Ich habe mir auch gerade noch erstmal so Hundefell auf die Haare transplantieren lassen. Ich glaube, das wird gut. Ja, du musst auch mal. Ja, ja. Das tut mir leid. Okay, das werde ich dann ganz schnell ändern gehen, Officer. Und Arme ändern. Okay. Sieht aus, als hätte ich weiße Nippel. Das wird funktionieren. Und jetzt noch die Schuhe. Wieso sind nicht funktioniert hat. Okay, was passiert mit ihm? Name. Mehr Name, bitte. Ich kann die Schuhe nicht mal ändern. Wer macht so eine Scheiße? Oh. Ja, doch, das könnte ich verkaufen, dass ich die haben will. So, würde das rein theoretisch gehen? Kollege, du machst alles immer schlimmer, ne? Merkst du selber. Sorry, ich bin erst ein bisschen neu, weißt du? Guck mal, du musst dein Oberteil aber komplett ändern und die Schuhe auch. Wie soll ich denn mich circa kleiden? Weil ich wüsste jetzt nicht, ehrlich gesagt, so welche Richtung sie wollen. Also, so wie du gerade aussiehst, siehst du halt aus wie ein Sheriff-Bub da ist. Ach so, ich dachte, das wäre so eine Fake-Ding, weißt du, dass die echten Sheriffs anders aussehen. Nein. Das tut mir leid, ich werde es nochmal ändern. Ich komme nochmal. Ich will noch eine Runde, wo es so ein bisschen unauffälliger wirkt, weißt du? Vielleicht soll ich das nehmen und dafür ein anderes T-Shirt ganz kurz. Ich krieg ein Bart, wenn ich ein T-Shirt 18 gehe. Ja, das da kann ich auffallen. Das da ist super. Ich werde arm langsam, aber das ist okay. So, ich glaube, jetzt bin ich bereit. Jetzt habe ich eigentlich auf so ziemlich alles geachtet. Meinst du? Das T-Shirt geht nicht. Ach Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber siehst du, wie das rausguckt? Okay, ja gut, das wusste ich nicht. Alles gut. Dann mache ich das schnell. Admin-Anzug. Badelatschen. Ich brauche noch einen Helm. Böses! Das ist so kein RP, was ihr da macht, Jungs. Ich muss mal ganz kurz hier anschauen. Dein Drip, der lässt absolut zu wünschen übrig, ja? Was ist denn die rote Krawatte da? Hey! Gleich reibe ich dir meine Eier auf dir die Nase. Wie siehst du eigentlich aus? Absolut fashionable. Was hast du dagegen? Oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so ernst gesehen wird. Ich habe ein bisschen Paranoia. Was ist das für ein Anzug? Ey, White Obama. Ja? Tschüss. Nein! Einreise-Trolling. Für 8 Stunden. Oh nein. Ich mache das einfach nächstes Mal nochmal. Avanta V, der existiert noch? Ich habe nur Gerüchte und Geschichten über den gehört. Komme ich da eigentlich mittlerweile wieder rein oder bin ich da noch gebannt fürs Cheaten, obwohl ich nicht gecheatet habe? Ich wurde Eric Roll! Das ist ja mit Abstand, also das, okay, der war nicht schlecht. Never gonna give you up, never gonna let you down, save you. Bin ich nicht auf Storytime noch drauf eigentlich? Oder war ich da schon gebannt? Sieht aus, als wurde ich gar nicht gebannt. Ich muss heute wieder nach RP spielen, sonst verliere ich meine Frackrechte. So klingt das Lied für mich, für so einen Rentner, der das wirklich sich irre vorstellt, weil er auf RP seine Frack hält. 13 Minuten, eine Viertelstunde kann ich abwarten. Tja, was macht man in dieser Zeit? Fragen sich bestimmt viele von euch. Ihr klickt auf den scheiß Abonnieren-Button, ihr dumme Hunde. Wenn ihr das nicht tun würde, werde ich euch persönlich besuchen. Und ich habe ein weißes T-Shirt an. Ich bin am Leben und kampfunfähig. Nice. Hallo, Sir. Sir, hören Sie mich? Hallo, Kollege? Leave me alone! Der Herr, Dude, mein Freund, ich klaue Ihr Handy. Kann ich nicht. Wollte man nicht RP machen. Oh, oh, das ist so Storytime. Wie habe ich mich eigentlich hier erstellt? Das ist ja absolut bodenlos hässlich. Digga, für einen Server mit 300 Spielern habe ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet, dass mehr Autos hier rumstehen. Du hast doch einen Arsch auf, hier ist kein Schwanz. 300 Leute, sagst du mir. Alle beim Mangeln. Ja, ist klar. Weißt du, es fehlt nur irgendwie so ein Wind, der mir irgendwas einflüstern will. Moritz, oh,
Oh, das sind doch meine Three Little Birds. Das geht, Boys. Na, Jungs, habt ihr ein bisschen Lust auf Party? Slay? Jungs, hallo? Boy Toys? Hallo, Sir? Ja, was ist los? Wie geht's Ihnen? Gut, und selbst? Leider ein bisschen schlecht, denn ich habe leider kein Auto und deswegen, ich wollte fragen, ob Sie mir rein theoretisch helfen könnten dabei. Wobei denn? Ja, mich irgendwo hinzufahren. Zum Beispiel zum Angelhof oder wir könnten auf ein Date. Date ist eher schlecht. Ah, echt nicht? Ja, da passt die Stimme nicht so ganz zu. Wäre aber erstmal nice, wenn du mir da zur Seite gehst. So besser? Ja, perfekt. Ich will nämlich ein bisschen näher stehen. Ich habe ein bisschen Angst, da draußen fährt gerade irgend so ein Irrer rum, der schießt die ganze Zeit. Einfach zurückschießen. Ich kann mir leider das nicht leisten und ich bin ehrlich, ich glaube, ich bin noch nicht stark genug dafür. Meinen Sie nicht? Ich brauche ein bisschen mehr Einfluss und Reichweite und am besten kriege ich das durch einen starken, einflussreichen Mann, wissen Sie? Ich verstehe. Man kann sich halt einen Weg aussuchen, entweder den schweren oder den einfachen. Ja, na klar. Aber ich gehe trotzdem die Mitte. Durch die goldene Mitte. Ich lasse Leute durch meine goldene Mitte, wenn sie verstehen, was ich meine. Sofort fertig. Mach dir keinen Stress. Ich weiß, dass du es schnell machst. Blink, blink. Ich rate, was sein Auto ist. Scheiße! Keine Sorge, ich warte auf dich, Daddy. Das ist mein Freund. Hallo? Was leidest du denn so in meine DMs, Süßer? Say hello! To my little friend! Ich spule alles an. Daddy, ich warte. Ich kann nicht noch mehr länger warten. Du lässt mich so zappeln, das finde ich irgendwie schön, aber komm, lass es los. Beeinfluss Macht und Ruhm, habe ich recht? Langsam bekomme ich Angst, wenn du so weiter so mit mir talkst. Wo, Daddy, das darfst du aber nicht. Du kannst doch keine Angst mehr haben. Guck mich an, ich bin doch so unbedrohlich und schwach. Nee, ist auf. Was? Ah, du redest nicht mit mir. Ich bin da hier auf dem Weg dahin. Darf ich mitkommen? Ja. Dankeschön, ich werde mich gut anstellen. Gib mein Bestes, Daddy. Und ihr zwei Zuckerschnuten, was macht ihr hier? Dürfte ich dir den Kaugummi vom Schuh ablecken, wenn süßer? Kann nicht deine Relaxo sein, aber du trägst mich in deiner Hand? Okay, sag einfach nur wann und wo wir treffen uns, ja? Du kannst alles mit mir machen, was du willst, ja? Ich leg dir hier meine Nummer hin, ja? Ey, geh mal weg hier. Außer das ist dein Freund, ich bin bereit für 3 Action. Wir können uns treffen und dann könnt ihr mir mal zeigen, wo euer Hammer hängt. Ich bin sehr gut mit langen Gegenständen. Allerdings bin ich auch ein Feinmechaniker. Ich kann auch mit kleineren etwas tun, wissen Sie? Das ist auf jeden Fall interessiert aus. Digga, du kannst dich ja kaum zurückhalten. Das hab ich ja schon richtig, aber halt dir weiter Augen auf. So, ich muss denen da hinten nur ein bisschen so Manieren beibringen vor dir, Daddy. Warum? Ja, die haben sich so respektlos angeschaut. Ich habe mit deinem Namen dich verteidigt, ja natürlich, Daddy. Und was hast du mit denen gemacht? Ja, ich habe ihnen gesagt, wo sie mich treffen können. Ja? Die schienen abgeneigt davon, also habe ich meinen Zweck erfüllt. Bedeutet? Die werden keinen Ärger mehr machen, sonst kriegen sie es mit mir zu tun. Sie werden es mit mir tun, eventuell. Die haben auf jeden Fall die Augen erstmal geschlossen. Ja, ganz genau. Sie wissen nicht, wo wir hingehen werden. Bin sofort fertig. Stress dich nicht. Bin sofort fertig da. Das hoffe ich doch, Daddy. Daddy, hast du gesehen? Er hat mich angerissen. Mach ihn fertig. Schnuggi, ich zeig dir, wo der Hammer die Lotten hat, ihr. Also sprichst du jetzt auch mal mit mir? Oder nickst du nur? Dass du dumm bist oder sowas? Ich spreche leider kein... Bitch. Ah, okay, der hat fette Mäuse. Daddy, hilf mir. Daddy, rette mich. Der schaut My Little Ponys mehr als ich. Ah, Daddy hat eine Waffe. Sie wollen es nicht mit mir tun. Wiederhole, sie wollen es nicht mit mir tun. Oh Gott, nein, ich habe die falschen Leute angerissen. Okay, hör mich an, Relaxo Boy. Ah, tu das nicht, ich hab Familie. Daddy, hilf mir, Daddy, sie sind stark. Daddy, ich hab dir gesagt, ich bin nicht gefährlich. Ich hab sie gesagt, sie sind gefährlich. Die Leute, die wollen unter meinen Arsch. Beschütz mich. Ah, du lebst ja nicht. Ah, Daddy, hilf mir, Daddy. Er gibt mir immer mehr Ausmaß. Er schlägt dich. Daddy, jetzt sitzt persönlich. Ah, treat me like OG, bitte lassen Sie mich und mein Wohlbefinden in Ruhe. Ich stehe hinter Daddy, sie können mir nichts tun. Entschuldige dich, dann ist die Sache vielleicht gegessen. Sorry, Leute. Ich wollte das nicht tun. Sorry, Leute. Ich bin ein 54-jähriger alter Mann. Hier. Bist du nah, Daddy? Mach mal Abstand. Ah, okay, Daddy, überfahr ihren gottlosen Arsch. Jawohl, dankeschön. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wo wir lang müssen. Wir fahren falsch. Ja, stimmt. Das Stripclub ist woanders. Wir haben ein paar Dances, weißt du? Wie gesagt, für mich brauchst du es nicht machen, aber ein paar Herrschaften zeigen, die da Bock drauf haben. Sind sie groß und stark und mächtig wie du? Keiner so stark wie ich. Das denke ich mir. Deswegen wirst du auch immer mein einzig wahrer Daddy sein. Ich bin out of character gebrochen. Das haben sie nicht gehört. Hallo. Keine Sorge, Daddy. Du wirst dich nicht anstellen müssen. Macht euch mal aus dem Platz, für Daddy muss hier rein, Jungs. Er ist VIP, ihr Bitches. Jetzt geht's richtig los. Ja, eben. Weg hier. Vor allem du. Wegen dir geht die Scheiße nicht auf. Mach mal weg, du Fettsack. Sir, sind sie irgendwie taub oder einfach nur fett? Ja, das soll nur Angst machen. Sie wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Daddy ist ein mächtiger Mann. Sorry. Ah! Oh, scheiße! Okay. So einer sitzt hier. Also, sie schlagen gerne. Ah! Können sie sich mal beruhigen? Und mach mal Platz für Daddy, du. Okay. Ich geb ihm! Mach Platz für Daddy! Du hast keinen Respekt! Daddy, hilf mir! Er ist so stark! Daddy ergötzt sich dran, sich mich schlagen zu sehen. Ah! Also, Daddy ist durchgekommen. Ich habe mein Ziel erreicht. Das werde ich immer für dich machen, Daddy. Oh, darf ich nicht rein? Ist okay, Daddy. Ich kann auch im Kofferraum. Oh, ne, alles gut. Geht's dir gut? Irgendwie... Oh, mein Nacken... Oh, warum kann ich nicht mehr reden? Ich glaube, ich habe Mute bekommen. Ich kann nicht mehr reden. Ich habe Mute bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten wäre ich raus für heute. Ich bin euer fucking depressiver, schwuler Junkie. Und das war Apfelzehn Gay RP. Lasst ein Abo dafür mehr. This here is Larry the Cucumber.